Hallo. Ich nehme an, Sie sind der Leiter. Oh, bitte nenn mich David. Es ist mir eine Freude, dass wir uns endlich kennenlernen. Du musst so viele Fragen haben. Ich bin ziemlich überwältigt. Ich versuche noch alles zu verarbeiten. Ach, Triss, ich kenne dich. Ich sah, wie du geboren wurdest. Ich sah, wie sehr deine Mutter und dein Vater dich geliebt haben. Ich sah ein kleines Mädchen, das eine glückliche Kindheit hatte und aus dem eine mutige junge Frau wurde, die imstande ist, Entscheidungen zu treffen. Wie zum Beispiel die Ferox zu wählen, Janine die Stirn zu bieten, Chicago zu retten. Für deine Leute warst du eine Unbestimmte. Für den Rat bist du eine Anomalie. Für mich bist du ein Wunder. Die Getreuen? So wollte ich jetzt künftig nennen? Amity schien uns nicht mehr ganz angebracht zu sein. Wem oder was gegenüber seid ihr denn getreu? Dem Fraktionssystem? Die Fraktionen haben in Chicago lange Zeit für Frieden gesorgt. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich wurde aus meiner Fraktion geschmissen. Ich habe mein Leben aufgegeben, mein Kind, einfach alles. Ich kann deine Wut verstehen, Evelyn, wirklich. Aber der Weg in die Zukunft... Der Weg in die Zukunft hat schon begonnen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich komme allein, aber ich bin keine Kandor und auch keine Amity. Deshalb werde ich lügen und ich werde kämpfen, wenn es sein muss. Siehst du die Narben hier? Ich wurde nicht als Amity geboren. Und ich habe keine Angst davor, für das zu kämpfen, woran ich glaube. Nichts passiert. Gehört das auch zum Plan, Steve? Evelyn hat den Zaun unter Strom gesetzt. Menschen bist du eine Unbestimmte. Für mich bist du ein Wunder. Du bist genetisch rein. Alle anderen sind defekt. Vor? Defekt. Du bist die Einzige, auf die es ankommt. Es wird Krieg geben. Sie versuchen uns zu vernichten. Alle, die wir kennen, werden sterben. Große Anführer streben nicht nach Macht. Sie folgen dem Ruf der Notwendigkeit. Es ist vorbei, Triss. Ob rein oder defekt, jeder verdient es, gerettet zu werden.